Guten Morgen zusammen. Ich wollte euch heute mal ein kleines Video zeigen, wie sich Hunde verhalten sollten im Freilauf. Ihr seht, Pepe hat schon einen gewissen Vorsprung. Er ist weit voraus. Man darf aber nicht vergessen, das ist auch ein bisschen rassetypisch bedingt. Dalmatiner sind Vorauslaufhunde. Das ist völlig normal. Wie ihr aber sehen könnt, geht regelmäßig der Kopf nach hinten, um zu gucken, wo ich bin. Das ist okay. Und da ich mittlerweile meinem Hund blind vertrauen kann, gestatte ich ihm auch diesen weiten Vorauslauf. Das ist also völlig okay. Wenn ich jetzt einmal pfeife, dann weiß er, er muss zu mir kommen. Er reiht sich wunderbar bei mir ein und läuft auch ganz entspannt ohne Leine neben mir. Auch hier kann man schön sehen, der Kopf geht immer zu mir rüber. Er beobachtet mich, guckt, wo ich bin, fragt an, ob alles okay ist. Jetzt gebe ich ihm ein deutliches Sichtzeichen. Jetzt könnt ihr meine Hand leider gerade nicht sehen, dass er laufen darf. Und dann weiß er Bescheid, er darf wieder vorauslaufen. Und während er vorausläuft, geht auch immer regelmäßig wieder der Kopf nach hinten, guckt, wo ich bin. Ich werde jetzt gleich mal mich ganz kommentarlos umdrehen und in die andere Richtung gehen. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie schnell er merkt, dass ich nicht mehr da bin, dann wirklich angeschossen kommt, weil er nämlich merkt, ich muss folgen. Ich rufe jetzt nicht, ich pfeife auch nicht, ich mache keine Handbewegung. Er kommt jetzt von hinten schon angetrabt. Wenn ich mich jetzt mal einmal wieder zurückdrehe, kommt er sogar angaloppiert, weil er tatsächlich festgestellt hat, ich habe nicht aufgepasst, ich muss wieder aufschließen. Alles gut. Jetzt hat er was in die Nase gekriegt, ganz toll zu sehen. Auch das gestatte ich ihm, dass er auch einfach mal schnüffeln geht. Genau, ein bisschen doof spielt, muss er auch machen. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick, was es heißt, ständig im Kontakt mit seinem Hund zu stehen. Das heißt nicht, dass ich meinen Hund tot quatschen muss, sondern dass wir Blickkontakt haben. Und anhand meiner Körpersprache versteht er deutlich, wohin wir gehen, in welchem Tempo wir gehen, ob er neben mir laufen muss oder ob er sich von mir wegbewegen darf. Und es bedarf auch nur eines kleinen Pfiffes und er kommt sofort zu mir. Viel Spaß beim Nachmachen!